Hello. Was geht ab? Mein Name ist Sieg und herzlich willkommen zur 93. Episode zu City Skylines Mazen-Tazit. Wow! Ja, ich mache jetzt mal eine kleinere weitere Aufnahme-Session jetzt mit für zwei Folgen und ja, weiterhin im Grünen. Es gab keine Beschwerden bezüglich des Winters und dem Sommer hier. Und ja, genau, das, was ihr jetzt gerade sehen, habe ich mit allergrößter Mühe in der letzten Episode aufgebaut. Beziehungsweise terraformt. Komplett Natur überall. Mit Büschen dran und alles mögliche an Bäumen und Wegen. Sehr, sehr cool. Habe ich Pause? Ach, und mein Schienenverkehr ist am Arsch. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist quasi, der eine lädt ein, der andere lädt aus. Und alle warten darauf. Normaler Personenverkehr gewesen. Ja, wahrscheinlich müssen die Züge hier einfach stumpf warten. Keine Ahnung. Das läuft schon. Guck mal, der. Wow, wow. Der fährt hier rauf. Jetzt will ich mal gucken, wo lang der weiterfährt. Und einen Schluck von meinem Saft benutzen. Guck mal, hier fährt einer. Nebeneinander sogar. In dieselbe Richtung. Ach so, und anstatt weiter geradeaus zu fahren, fahren die wieder rückwärts raus. Und. Ja. Wäre das hier alles nicht wirklich notwendig. Aber gut. Und es regnet immer noch die ganze Zeit. Voll die nervige Scheiße. Und bevor ich hier noch mehr Zeit verschwende, sorge ich jetzt mal dafür, dass wir Einwohner bekommen. Alter. Jetzt ohne Winter sieht das eigentlich so komisch aus. Ich habe jetzt eine andere Farbe genommen. Nur so ein Braun, aber das sieht auch irgendwie komisch aus, wie Kotze irgendwie. Vielleicht deaktiviere ich das einfach komplett, weil das sieht irgendwie scheiße aus. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Na gut, ja, es soll ja auch darstellen, Industrie und so. Ugh. Aber das sieht aus wie komisch raufgemalt, ey. Nicht so das Wahre. So, aber erstmal, ich muss ja Einwohner machen. Und ich glaube, das könnte ich am besten hier machen. Warte mal. Die haben hier eine Bahn und ich glaube, die haben auch Busverbindungen, Buslinien. Ja, haben die auch, um direkt halt mit dem Bahnhof verbunden zu werden. Die könnten dann rein theoretisch von hier aus mit dem nächsten Bus, habe ich auch Linien angelegt, zur Industrie fahren. Deshalb würde ich sagen, fahren wir fort mit dem Bau dieses Gebietes. Wie habe ich das genannt? Rekitz. Mal kurz. Aha. Wenn ich schon diesen komischen Namen sehe, dann nenne ich es halt auch so. Ja. Recht im Grün sieht das alles ein bisschen bräunlich aus. Aber egal, ich mach mal weiter hier. Und die Monorail. Vielleicht lösche ich die Straße, beziehungsweise mache hier keine Monorail mehr. Ja, aber sinnvoll. Gut, ich baue mal weiter die Straße. Mal gucken, wo ich sie finde. Das ist gar nicht so einfach in der heutigen Zeit, wo Rentner wie ich nicht mehr so viel mitbekommen. Was erzähle ich da? Naja. Ja. Dann ziehe ich mal das Ding mal ein paar Einheiten raus. Ich komme mal wieder endlich hier zum Bau von Gebieten halt, ey. Voll die Seltenheit. Herr Sieg, was ist los mit Ihnen? Und jetzt habe ich mir überlegt. Ich habe die in solchen Abständen ziemlich knapp zueinander gebaut. Warte mal, dafür musste ich die Straße. Nein, halt. Das hier. Ich habe da so gut wie gar keinen Platz zwischen gelassen.
Ich habe auch niemals darüber nachgedacht, so einfach stumpf auch mal Fußwege zu verteilen. Und das würde ich jetzt mal so in der Art machen. Machen. Jetzt muss ich mal aber ganz kurz schauen. Okay, der rastet dran, das ist gut. Ich würde dann... Warte mal, wie sieht's denn mit aus? Ja, das ist gut. Das ist ein guter Abstand. Vielleicht schon mal fast zu viel. Ich würde eher diesen Abstand nehmen. Und dann... Und dann... So. Sowas hier machen. Und da treffe ich auch schon die Linie der anderen Straße. Genauso, bam, dank der Hilfslinien habe ich jetzt hier eine perfekte Kurve gemacht. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal hier. So. Dann mal ein bisschen weiter weg. Ja. Und jetzt normale grüne Straßen. So. Gut, jetzt haben wir folgendes Problem. Ich habe das jetzt nicht gemacht, wie letztes Mal hier Platz zu lassen. Scheiße. Ich probiere mal was aus. Wir haben jetzt zwar schon einen Gehweg. Ich mache mal erstmal kurz die Zonen raus. So. Ich mache mal Pause. Weil hier habe ich jetzt keine Plätze freigelassen. Dann nehme ich jetzt... Was wollte ich? Genau, ich wollte dann stattdessen einfach stumpf einen Gehweg hier komplett durchziehen. Die Straße ist eh schon breit und wird wahrscheinlich auch nicht breiter werden sein. Ich mach mal den Scheißkram aus. Jawohl. Einfach mal stumpf den Gehweg breiter machen. Vielleicht motiviert das die Leute noch mehr dazu, sich fortzubewegen. Ich drücke Steuerung Z. Ja. Schön doof. So. Okay, das lasse ich dann so. Und hier das gleiche. Strommast vernichtet, scheißegal. Aber das stimmt nicht. Hier macht die Straße einen ollen Knick. Das war aber nicht beabsichtigt. Das ist nicht gut. Das muss ich kurz korrigieren. Und wieder, wie immer, etwas. Vor allem ganz gechillt. So, sieht besser aus. Kurve. Ja, irgendwie, ne? Dann wieder auch, zack, den Kram weg. Dann kommt hier ein Fußgängerweg. Ich habe zwar natürlich hier schon Fußgängerweg, aber ich will halt einfach mal hier das Ganze ein bisschen aufhübschen. Die Straße einfach mal breiter machen, zu sehen, wie es aussieht, was passiert. Und hier, statt diese Straße hier fortzusetzen, mache ich einfach mal ganz stumpf sowas hier. Gehen wir mal gucken. So. Eine Verbindung zwischen den Straßen hier machen, sodass die Leute mal halt motiviert werden, zu Fuß hier rüber zu laufen, anstatt Wagen zu nehmen. Ja. Und zwischen denen mache ich mal so eine Straße. Nee. Eine Kiesstraße. Ich glaube, der Unterschied zwischen den Straßen ist dann halt nur, dass die bepflasterten Wege Lampen haben. Wollte ich gerade herausfinden. Und hier sind keine Laternen. Weiß ich Bescheid?
Dann mache ich hier das Gleiche. Auch so ein bisschen mit dem Gehweg dort verbinden. Geil. Und das Gleiche mache ich hier. Bam. Perfekt. Also ein bisschen so einen ollen Bogen machen. Zack. Einfach mal so ein bisschen hübscher machen. Und die Leute brauchen natürlich Parks und Bäume und all so ein Kram. Das ist natürlich alles viel zu... Oh, der passt fast rein. Fußweg würde einfach schon weggelöscht werden. Ich könnte einfach mal einen hier hinpacken. So. Ich denke, das reicht. Und Schotterweg einfach mal... bisschen gekurvt machen. Wobei, bei der Sache... Alter, da mache ich Anarchie. Und gut ist. Fertig. Stört ja optisch überhaupt kein Problem. Und ich könnte sogar... Ich würde aber tatsächlich den Weg dennoch löschen. Bombe weg. So. Bombe wieder an, anrasten auch. Und... mal all diese komischen Bäume hier. So. Dass ich mal so eine leichte Übersicht habe, wie das alles hier aussieht. Ohne den falschen Bäumen jetzt momentan. So. Kann ich einen Bulldozer auch irgendwie größer machen? Nee, ne? Schade. Quasi wie ein Pinsel nur Bäume weglöschen. Das wär's. Gibt bestimmt einen Bot. Sage ich jetzt immer. Egal, was, wo ich jetzt Probleme habe oder mir irgendwas wünsche, sage ich, es gibt nur Mod dazu. Muss man noch finden. So. Hier auch noch. Wo ich gerade dabei bin. Alter Schwede, das sind viele Bäume zu löschen. Nee, ich lasse das erstmal so. Und mache hier mal auch eine olle Straße rüber. Hier auch. Echt, ey, das gefällt mir so sehr an dem Spiel. Ich bin gerade voll geflasht. Ich könnte auch einfach mal hier zwischen irgendwelche Wege machen. So, stört ja die Kacheln hier nicht. Zum Glück. Zum Spielplatz sowieso. Jawohl. Das ist top. Und habe ich hier irgendwo noch eine Lücke? Da. Hier habe ich irgendwie Zonen. Die müsste ich mal gleich neu einschütteln. So. Sehr schick. Hier vielleicht noch irgendwie ein... Weiß egal, wenn das jetzt da kaputt geht. Ja, komm. Egal. So. Hier lasse ich das noch offen. Wie sieht es mit der Versorgung aus? So. Boah, das ist aber Leben am Limit hier. Boah, fuck. Das ist zu knapp. Schade. Ich hoffe, die haben da keine Probleme mit der Versorgung. So. Ich schick mal ein Dings dahin und hier ein Dings dahin. So. Strom. Sollte eigentlich rüberkommen. Ich mach die Wege Schrott, ne? Oder? Ne, ne, die Stromversorgung ist nicht da. Okay. Gehen wir mal davon aus, dass sich der Strom hier von den Gebäuden aus weiter ausgehend ausbreitet. Parksmäßig fällt mir gerade noch ein. Wo ist mein Parkplatz? Ach scheiße, ich wollte ja noch einen besseren Parkplatz bauen. Fällt mir schon wieder ein. Und ich sollte mal einen länglichen bauen. Einen 4-Block langen, also nach hinten länglichen Parkplatz bauen. Weil dieser hier ist ein bisschen blöd. Ein bisschen scheiße. Ist ja voll nicht sinnvoll. Ich kann aber... Kadabra.
Ja, geil, guck, ja, genau, jetzt seht ihr, was ich meinte. Aufgrund des Weges, den ich hier gebaut habe, aber die Straße hier aktiviert habe, werden diese Blöcke hier nicht mehr blockiert von den Zonen, die hierdurch entstehen, weil ich halt einen Fußgängerweg hier gebaut habe. Dann kann ich trotzdem hier was bauen und die bleiben ungestört von den Zonen dieser Straße. Ist doch viel cooler. Das ist cool. Das ist auch so ein Vorteil, habe ich gerade mir so erdacht. Dann fahren wir auch sofort. Jetzt baue ich mal endlich mal meinen Parkplatz. Ich könnte quasi eine Parkplatzstraße machen, oder? Dass ich immer warte mal sag. Warte mal. Warte mal. Warte mal. So, und dann eine kleine kackdünne Straße. Habe ich dünne Kackstraßen hier? Das mache ich mal an. Mal gucken, was passiert. Das schaut sehr gut aus. Ich muss natürlich dann die Straße kurz eliminieren. Boah. Zu viel kam auf einmal. So. Genau. Einfach mal einen Weg drumherum führen. Sieht jetzt ultra komisch aus. Dann ändern wir das mal eben schnell ab. Zack. Man kann ja die Höhe ändern. Da sehen meine Parkplätze sehr komisch aus. Ja, schon ein bisschen besser. Jetzt mal nochmal einzeln alles. So. Allgemein sieht die ganze Straße scheiße aus. Oh Gott. So komisch gekurvt, ey. Na egal, jetzt besser als vorhin. Dann platze ich jetzt hier zwischen Fußwege. Natürlich etwas im Boden. Hier nicht. Ah, hängt. Zwischenspeichern, hat man hier oben gesehen. So, lol. So. Jawohl. Und hier noch ein. Fertig. So, ein paar Parkplätze verteilt. Und jetzt können wir uns noch mal ein paar Bäumchen angucken. Hier, ich vertausche das immer wieder. Ne, so. And then, ich weiß gar nicht, ob die Bäume. Ja, mal gucken. Platziere sie mal an den Ecken. Die Straße mit der Ecke. Alter, ich bin gerade voll. Ja, voll nicht, aber ist unmotiviert in meiner Kreativität gerade. Oder in meiner Kommutationsfähigkeit. Bitte verzeiht mir schon wieder für meine komische Laune. Ich bin aber halt höchst konzentriert. Vielleicht hier auch noch. Jeweils zwei Bäume. Ja, auch. Autsch. Jetzt lässt sich halt der Sieg mehr Zeit beim Bauen. Und mal gucken, wie das dann im Endeffekt dann aussieht, wenn es fertig ist. Ich habe aber halt die Befürchtung, dass die Bäume von den aufploppenden Gebäuden dann vernichtet werden. Das wäre cool wie in Black and White. Habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. dass man Bäume, die man selbst per Hand platziert, beziehungsweise die Bäume nicht von der Bevölkerung gerodet wird.
werden. Zumindest die Bäume, die man in der Stadt im Dorf aufbaut, die lassen sie die Leute in Ruhe. Diese Bäume werden dann von so einem Steinkreis rund um den Stamm verdeutlicht, markiert. So, hier auch noch ein paar Bäumchen. So, mal gucken. Hier auch noch. Da. Ach, hier haben wir auch noch. Boah, geil. Und hier fehlt mir ein Baum. What the fuck? So. Ich glaube, jetzt habe ich überall Bäume stehen. Ah. An den Knoten, an den Ecken. Jetzt können wir uns mal um den Städtebau kümmern. Wir brauchen Einwohner. Ganz viele. Überall voll machen. Bis auf die schmalen Dinger, da habe ich mir was Besonderes überlegt. Ganz normal Gewerbe. Tante Emma Laden. Dönerladen und so ein Kram. So. Kleine Geschäfte halt ran. Hier auch. Nein, hier nicht. Hier lasse ich Platz frei für weitere Bauprojekte. So, play. Playen wir mal und schauen wir mal, was sich hier so alles dann bildet. Normalerweise kommen dann sofort Leute her und ziehen ein. Es passiert schon was. Das ist sehr schön. Jetzt, wo ich auch die ganzen Sachen hier sehe. Schade, ich kann mir das Muster leider nicht anzeigen lassen. Oder doch? Wo waren das? Alter, hier sind so viele Symbole, ich weiß gar nicht wo. Ich gehe mal einfach mal stumpf alles durch, lol. Das ist mega. Hm. Wird mir nicht angezeigt? Stufen. Das hier ein. Bei dem hier eigentlich. Nee, doch nicht. Das hier. Nee, doch nicht. Schade. Bevölkerung eigentlich. Genau, dass mir ein Raster. Dennoch das Raster von den Zonen hier angezeigt wird. Sodass ich dann weiß, wo ich genau meine Bäume platzieren kann. Weil jetzt werden vielleicht welche dann weggelöscht, wegrationalisiert. Das sehen wir gleich. Welche Bäume, die ich hier jetzt gesetzt habe. Vielleicht aber auch nicht. Das wäre schön. Und es hat auch endlich aufgehört zu regnen, Alter. Es hat auch gedauert hier. Jetzt sehen wir bald unsere Welt in trocken. Ist noch alles nass hier. Und die Sonne ist so ein bisschen so nicht wirklich hell, ey. Das stört mich noch. So. Aber gut. Wenn wir Bodenrichtwert angucken. Nee, was war das hier? Schon sehr edel, ja. Geht ab. Und am Wasser ist auch meistens einiges zwischen edel. Ja. Das sieht man schon in dem dunklen blauen Rand hier. Flüsse, Wasser, Seen. An der Küste sind dann halt ein bisschen edler. Edeler? Wo war ich hier? Dann könnte ich eigentlich hier auch weiter fortsetzen. Obwohl, die Leute brauchen nicht mehr, aber ich könnte ja schon mal anfangen mit Platz zu bauen. Ja. Schon mal vorbereitet. Und auf dem Grund mit dem Kram. Wir nehmen das mal so. Alles irgendwie scheiße. So. Weil hier sehe ich gerade voller Scheiß. Das darf nicht sein. So. Hier kommt eine normale gerade Straße hin. Fertig. Ich würde mich interessieren, ob hier schon Fußgänger entlanglaufen, noch nicht, weil es hier gerade halt noch frisch gebaut wird.
Aber bald, bald laufen sie hier alle. Oh. Fußgänger. Strom haben sie auch, ne? Jawohl. Direkt verteilt. Hier. Sehr schön. Okay, dann hier dasselbe. Mal gucken. Nee, hier nicht. Hier wollte ich das eigentlich machen. Lol. Oder? Nee, komm, ich mach das auch hier von innen. So. Dann eine wunderschöne, schöne Straße von hier. Was ist da los? Höhe zu hoch, Alter, bist du bescheuert? Ja, aber da geht's, ne? Gerade eben ging's nicht. Ich habe Maustaste gedrückt. Habe ich kein Geld? Bau doch, Junge! Dran, okay. Ah, ich hatte... ne, egal, egal. Passt, sitzt. So. Ich weiß nicht, mit den Wegen. Das ist ein Kiesweg. Genau. Na, ich mach das draus. So. Ebenso. Guck mal, da kann ich richtig geil eine Straße von hier rüberführen. Anstatt irgendwie eine Straße versuchen reinzudrücken. Nein, war ein Fußgängerweg. Und dann... Geht schon wieder nicht. Ja, genau hier. Wird trotzdem verbunden. Ich mach mal hier einen Weg rüber. Hier ist alles schön knapp. Gut. Obwohl, hier mache ich eine Straße rüber. Scheißegal. Fertig. Auch hier sind meine Bäume eigentlich da. Sieht sehr gut aus. Ist schick. Dann verteile ich hier auch mal ein paar Bäumchen. Bevor die Episode hier schon wieder leider endet. Scheiße. Hier um die Kurve einfach mal und ja. Wieso, wieso? Hier gehen schon Leute entlang an dem gesetzten Weg. Hier um mein Deutsch. Sehr geil. Guck mal, ein Baum ist verschwunden. So. Und ich warte ab, was dann da passiert. Das war ja quasi meine angesprochene Strategie, dass wenn ich jetzt eine Ortschaft gebaut habe, auf Play drücke und während sich halt das Gebiet dort aufbaut, ich währenddessen halt hier weiter umbaue und vorbereite. Das klappt ja doch ganz gut. Es wollen noch mehr Leute einziehen, aber ich habe dennoch mehr Platz zum Einziehen. Und hier dann sowieso noch mehr. Sowieso. Verbunden, ne? Verbunden. Ich glaube, ich bin da nicht verbunden. Warte mal. Ich mach das hier alles wieder an. Ah, jetzt. So. Hier könnte ich noch... Ich mache hier auch eine gerade Straße hin. Anarchie aus.
daraus wird eine normale Straße. Und ich führe nochmal einen Schotterweg von da. Ne, warte, noch nicht. So. Einfach mal hier rüber. Bam. Perfekt. Und hier könnte ich dann ein bisschen Gewerbe hinbauen. Großes Gewerbe. Hier auch noch an der Straße. So. Wenn die Parkplätze benutzt, aber en masse. Naja, fast. Ganz gut eigentlich. Sehr schön. Und hier ziehen Leute ein. Alter, die Leute, die da spazieren gehen, sind wahrlich Bergsteiger. Haben schon Bergsteigerausrüstung dabei, ja. Genau die Grenze zwischen den höheren und den niedrigeren Gebäuden. Hier wird es nicht so schlimm sein. Mal sehr schön. Naja, so viel dazu. Mal was mal auf Screenshot suche. Mal gucken hier. Das sieht alles so wach. Also wach aus. Ne? Oh, warte. Das sieht doch ganz schick aus, wenn ich mich hier hinstelle. Warte mal, ein Fußgänger wie ich. Sieht schon richtig wie ein Park aus, warte mal. So nach hinten hin rüber geschaut. Schloss von Versailles. Wie auch immer. Ich sag Gott. Das sieht so schick aus. Mach mal Screeny. Ach, ich habe wieder kein Screenshot-Dings-App an. Ach, kacke, ich doof. Steam. Steam macht's auch. Und in dem Sinne bedanke ich mich für euer Zuschauen und würde sagen, man sieht sich dann in der nächsten Episode. Adios, amigos.